Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir heute mit zwei 1v1 gegen Christoph. Guten Tag, Christoph. Go Sucker Dick, let's go. Alles klar. Warum hast du Favela ausgesucht? Wir spielen sonst immer auf High Rise. Auch da spielen wir uns nochmal unsere internen 2 gegen 2 Spiele. Aber heute war der Christoph meiner Meinung, wir spielen heute mal 1 gegen 1 Favela. Na, du kleiner Dreckscamper. Headshot. Krieg das mal hin. Deal with that, bitch! Da macht der Drag. Dann macht er Akku mal seinen ersten Kill. Machst du öfter so Pussy-Taktik-mäßig so Krumm-Campen? Oder läufst du eigentlich fast immer rum? Die Taktik, die du machst. Rumcampen. Also campen jetzt beide rum. Rumrennen. Oh, da hab ich mir runtergefallen. Ich hab das nämlich auch gesehen. Ich hab den Sprung an die Wand nicht geschafft und dann runtergefallen. Ja, warte mal, wärst du gestorben, ohne dass ich abgeschossen habe? Ja. Ich habe darauf über A zu gehen. Mach ich doch gar nicht. Oh Gott. Durch die Mauer! Wo bist du? Da bist du! Da bist du! Ja! Das, weil er so fucking Blumentopf war. Leute, bei dir war da gar kein Blumentopf. Konnte dich so gut wie gar nicht sehen, aber wir waren da so zwei dicke, große, fette Blumentöpfe. Dann fast so dick und groß und fett wie dein Mom. Vielleicht was getrunken. Oh, Leute! Ich hab sogar Aufklärungsdrohne und check nicht, dass du gerade mit mir genau denselben Weg läufst. Oh Gott, bist du wirklich? Nein! Bin behindert. Hast du dich gerade selbst geflasht? Ja, ich bin behindert. Wo bist du denn? Ich bin nebenher gelaufen. Wo bist du denn? Junge, du bist vom Erdboden verschluckt worden. Das gibt's doch jetzt nicht. Einfach ganz schön deine Mom rein. Schön, weil die ist ja so fett, ne? Renn nicht weg. Früher oder später wirst du sowieso sterben. Du Wichser! Kleiner Dreckskämpfer, Alter! Ich bin gerade noch auf dem Weg zur Bombe, ich bin auch noch hingerannt, weil ich mich ganz sicher war, ob die dich umbringt. Ich werde an der Stelle mal umdrehen, David. Ich mach's auch noch wirklich, Mann. Was, wo? Oh. Ich glaube ich nicht. David, du bist der Letzte. Ey, das sagst du jetzt jede Runde, oder was? Willst du mich jetzt verarschen, Mann? Gar keine. Oh Gott! Ich weiß, wo du bist. Überhaupt nicht gesehen. Oh Gott, ich hab dich gerade gesehen. Ey, weißt du, wie lange ich da schon hocke? Die ganze Runde. Die Bombe wurde platziert. Was, wo? Ich hab dich nicht gesehen! Du hast mich gerade verarscht, Mann. Wo hast du mich denn gesehen? Ich hätte dich doch auch sehen müssen durch die scheiß Mauer da. Also bei 1v1 ist es eigentlich immer so, wer den anderen zuerst sieht, der hat eigentlich die Runde gewonnen. Natürlich, aber ich wusste, dass du da bist und trotzdem verloren. Was? Bei Alang. So meinte ich das doch gar nicht. Doch gerade auf einem Event. Ach so, ja, was, falls wir so richtig Alang. Falls ihr so richtig nervige Geräusche hört oder so, ich bin gerade auf einer LAN-Party. Von daher. Jungs, sag mal hallo. Hi. Gute.
Nein! Ich guck grad weg! Du bist so ein Wichser. Du hast dich einmal getroffen. Oh. So, und fühl mich so mega beobachtet. Ich guck nur so rüber und dann steht er da, weißt du. Fuck, ich hab mich grad aus. Boah! Junge Mann! Oh Gott! Was? Was? Mama? What the fuck? Was? Ich dachte, dein Magazin wäre leer oder sowas. Du bist so ein Headglitcher, Mann. Was denn? Es ist damit, dass du die Bombe so bläst in den letzten Sekunden und dann wieder so schnell hektisch wegrennen. Du bist so ein Drecksack! Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich hier oben runterkomme, ohne zu sterben. Oh Mann! Every day. Was? Ich hab dich Yo, sorry Leute, hier war der Sound von Christoph weg. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, haut's rein und ciao.